du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut. Du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elex 2. Coors Banquet for me, Shirley Temple for the lady. Ja, wir sind heute mal im Lager der Kleriker unterwegs. Gucken uns einfach mal um, was hier so Schönes gibt und klauen natürlich alles Mögliche, was nicht nied- und nagelfest ist. Man muss dazu sagen, diese Leute sind genauso abgefuckt wie die Outlaws draußen in der Wüste. Ganz einfach, weil die haben nichts, wurden von ihrem Unterschlupf vertrieben, von ihrer eigentlichen Basis. Und man kann ihnen nur beitreten, wenn man vorher einer anderen Gruppierung beigetreten ist, weil sie sich keine Ausbilder leisten können. Schön, ist das nicht super? Sie haben auch verdammt wenig Ressourcen dabei. Deswegen laufen wir jetzt erstmal hier rum, gucken uns um, was hier so schön ist. Gibt und klauen alles, was nicht hier nagelfest ist. Ich meine, diese Wachen kann man ja nicht beklauen. In der Truhe, da gibt es eine Menge Schießeisen, die will ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Was wird das da hinten? Brichst du mir zusammen? Nein, Herr Kommandant. Wer hat dir gestattet, den Mund aufzumachen? Los, hoch mit dem Arsch und eine Runde um den Hof. Bewegung! Heult euch jede Nacht in den Schlaf, aber solange ihr vor mir steht, nehmt ihr Haltung an. Schlappschwänze können mir gestohlen bleiben. Maulhelden brauche ich nicht. Ich will, dass ihr eure Grenzen kennt. Im Ernstfall müsst ihr bis zum Äußersten gehen. Außer solche Kleinausbilder, da haben sie natürlich noch ein paar Ressourcen da. Aber schön, dass ich mir so auf die Kisten raufsetzen kann. Geil, Alter. Es gibt ein gutes Screenshot. Aber egal, wir müssen weiter. Ja, mit dem Kerl können wir nicht reden. Der bildet hier die ganzen Leute aus. Moment. Der Schöpfer hat euch geschaffen. Aber geschliffen werdet ihr von mir. Wenn ihr denkt, woanders ist es leichter, dann ab durch das Versagertor. Wer mein Training nicht übersteht, ist hier fehl am Platz. Da draußen gibt es kein Erbarmen, keine Brust, an der ihr nuckeln könnt. Ich hoffe, das geht in euren Schädel. Und jetzt ab auf die Stube. Okay, wir können doch mit dem Mann reden. Davor will ich noch ein bisschen hier, ne, was mitnehmen. Was nicht so nagelfest ist. Halbgewehr, wie gut ist das ein Schuss? Wir gucken mal ganz kurz. Lasergewehr Mark 3. Lasergewehr. Halbgewehr. Ich brauche nur Geschicklichkeit auf 63 und dann kann ich es benutzen. Schaden ist gar nicht mal so verkehrt. So, wir reden jetzt mal mit dem Mann. Oh, warte, wir können vorher noch beklauen. Klauen mache ich gerne. Klauen ist wirklich. Schön, so wie da läuft gerade eine Wache vorbei. Müssen wir kurz vorsichtig sein. Wo war der? Oh. Besser nicht. Ja, erstmal nicht, weil ich wollte gucken, was der hat. Zu einfach. Hab seine Moneten geklaut. Sehr schön. So, dann wechseln wir jetzt mal. Wir wechseln jetzt auf. Praktiker, hier spricht der Preis. Ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Wo ist er? Hier ist er. So, kriegen wir Erfahrungspunkte. So, reden wir mit dem Mann. Vielleicht hat er ein schönes Quest für uns. Wäre geil. Du sagtest, du hast Arbeit für mich? Das ist korrekt, Soldat. Hör zu, ich will die Karten gleich auf den Tisch legen. Ich habe mich über dich informiert. Und wenn es stimmt, was man sagt, hast du bereits eine militärische Ausbildung genossen. Man erzählt sich auch, dass du ein Spezialist für fremdes Terrain bist. Ich für meinen Teil hätte dich eher für die Latrinen abgestellt. Aber vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Du bekommst die einmalige Chance, deine Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Bist du interessiert? Wo werde ich gebraucht? Mit deiner Entschlossenheit sammelst du schnell Pluspunkte bei mir. Nur weiter so.
Lass mich konkret werden. Die Zahl unserer Unterstützer ist gering. Die unserer Soldaten noch geringer. Und eine Armee, die nicht kämpfen kann, ist keine Armee. Diese Mauern sind ein Gefängnis. Ich will, dass wir sie überwinden. Dafür brauche ich Soldaten. Leute, die ihr Handwerk verstehen. Keine Pfaffen, die im Gebet eine Lösung suchen. Es ist mir auch egal, ob es Diebe, Schläger oder was weiß ich für Verbrecher sind. Den Luxus einer Auslese haben wir nicht. Und du glaubst, ich bin von alledem etwas, ja? Falsch. Wir führen dieses Gespräch, weil du dich mit diesem Klientel abgibst. Erzähl mir nicht, dass es nicht so ist. Ich möchte deinen Draht zu ihnen nutzen, um genau diese Leute für uns zu gewinnen. Kann ich auf dich zählen? Kannst du. Was muss ich tun? Du zeigst Haltung. Sehr gut. Ich mache es kurz. Der Krater der Outlaws ist dir sicher nicht fremd. Und anders als wir schmeißen sie ihren Müll einfach auf die Straße. Nicht anders gehen sie mit Leuten um, die querschießen. Diese Leute brauchen wir. Brich zum Krater auf, finde heraus, wer auf ihrer Abschussliste steht und hol sie hierher. Wegen der Outlaws. Outlaws rekrutieren, naja, Drogenjunkies, Mörder. Ja, klingt auch lustig. Plündern wir den Priester aus. Oh ja, das kommt natürlich immer gut an, wenn wir Priester überhaupt rauben. Vergib uns, o Schöpfer. Spende mir Kraft, um die Blinden sehend zu machen. Schleichst du etwa? Ich doch nicht, nein. Zu einfach. Das Buch muss ich auf jeden Fall mitnehmen, das sieht gut aus. Das will ich haben. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Böse Wache, geh weiter. Das ist ein Problem, geh weiter. Ich habe gerade einen Geistlichen überfallen. Das kommt immer gut an bei den Wikingern. So. Klauen wir uns ein Buch, Pokal. Du schleichst besser woanders herum. Alter, geh weiter, keiner mag dich. Such dir ein Hobby. Kauf dir Freunde, was auch immer, ist mir egal, aber geh mir nicht auf den Sack. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Mich sieht doch keiner. Ihr könnt ja gerne das Video pausieren und es selber durchlesen. Rede mit dem Mann. Obla. Hallöchen. Ah, ein neuer Suchender. Die innere Leere muss dich hergeführt haben, wie alle verirrten Seelen. Aber deine Suche hat ein Ende. Du bist am Ziel. Der Schöpfer heißt dich willkommen. Erzähl mir mehr über den Schöpfer. Er ist das Brot, das dir den Magen füllt. Er ist das Licht, das deinen Tag erhellt. Der Wegweiser für den Verlorenen. Wenn du willst, kann ich einen Choral anstimmen und wir huldigen ihm gemeinsam. Oh, nicht nötig. Ich denke, ich habe ein Bild. Ich suche Arbeit. Nein, 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 mein Sohn. Das ist es nicht, was du suchst. Aber es lohnt sich, der Frage nachzugehen, warum wir uns Tag ein, Tag aus der Plackerei hingeben. Kennst du die Haltung unseres Schöpfers zu diesem Thema? Nicht direkt, aber ich fürchte, du wirst es mir gleich erzählen. Mein Sohn, Fragen des Glaubens werden gemeinsam erörtert. Der Schöpfer spricht: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Doch frage ich dich, weißt du, wie seine Worte weitergehen? Ach, komm schon. Denn ich
ich bin der Weg, auf dem ihr wandelt? Mein Sohn, willst du des Schöpfers Weisheit mit Füßen treten? Mir scheint, du hast noch viel zu lernen. Zum Glück ist es meine Aufgabe, dich aus dem Tal der Ahnung... So, wir springen das Ganze mal. Wir werden mal ganz schnell hier laden. So, wir haben ja hier gespeichert, nicht wahr? So, nochmal das Rätsel. Hoppla. Scheiße. Das führt auch zu nichts. Das wollte ich gerade nicht klauen, ich schwöre. Ich schwöre, das wollte ich gerade nicht klauen. So, habe ich überhaupt, warte mal. So, reden. Mein Sohn, ich suche Arbeit. Denn ich will Schuld an eure Last? Die Weisheit liegt in deinen Worten. Exakt so spricht der Schöpfer zu seiner Herde. Gleich als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass du seinem Ruf gefolgt bist. Und weil dein Glaube auf einem festen Fundament steht, werde ich es dir gestatten, unsere Anhängerschaft zu mehren. Mein Sohn reicht fürs Erste. Nicht das Wunder der Geburt ist es, von dem ich spreche. Das Wunder des klaren Wortes, meine ich. Ich möchte, dass du in die Stätten der Barbaren einkehrst und das Wort des Schöpfers verkündest. Tritt diese Pilgerreise an, und sein ewiger Dank ist dir gewiss. Ja, wie hast du es vorgestellt? Wegen der Pilgerreise. Was muss ich tun? Keine Sorge. Ich erwarte keine Wanderpredigten von dir. Des Schöpfers Worte sind bereits niedergeschrieben. Nur an der Verbreitung mangelt es. Nimm diese Flugblätter. Bring sie irgendwo gut sichtbar an, auf dass die Augen der Hilflosen auf sie gerichtet werden. Ist dies getan, komm zu mir zurück. Gemeinsam werden wir die Arme für die Neuankömmlinge öffnen. Wo genau soll ich hin? Sagte ich das nicht? Die Stätten der Barbaren. Redest du vom Fort der Berserker? Nicht nur. Auch im Krater finden sich jene gottlosen Kreaturen, deren Ohren bisher verschlossen sind. Barbaren eben. Und die Morkons? Was ist mit denen? Götzenanbeter. Sie haben einen Irrweg betreten, der ins Dunkel führt. Nichts, nicht einmal das Licht des Schöpfers wird sie vor der Verdammnis schützen. Und kümmere dich nicht um jene, die im Eis leben. Ihr Herz ist erkaltet. Kein Wort wird es erwärmen. Das Vor und der Krater also. Verstanden. Glaubst du wirklich, damit neue Leute gewinnen zu können? Selbstverständlich. Seit Anbeginn der Zeit ist das Wort mächtiger als das Schwert. Nimm dir kein Beispiel an dem Weg unserer Ausbilder. Ihre Waffe ist der Drill. Wahrer Schutz entspringt aber nur aus innerer Einkehr. Glaub mir, unsere Reihen werden sich füllen. Ein Bollwerk, das standhaft im Glauben ist und allen Gefahren trotzen wird. Wie sieht die Belohnung dafür aus? Ist dir dein Seelenheil nicht Belohnung genug? Ich habe an etwas Handfestes gedacht. Nun, darüber werde ich mir zu gegebener Zeit meine Gedanken machen. In jedem Fall wirst du nicht enttäuscht sein, mein Sohn. So, meine Söhne, dann wollen wir uns mal hier weiter umgucken. Oh, guck mal, ein Federvieh. Gut, also für den einen müssen wir Leute rekrutieren, für den anderen müssen wir auch Leute rekrutieren. Super, wir gucken sie erstmal um. Oh, warte mal. Hier liegt Zeug. Ja, stört. Können wir uns das jetzt hinnehmen? Nehme ich gern mit. Ja, lecker. Wo bin ich denn hier gelandet? Zählt als stehlen. Nein.
Meins. Was gibt's denn noch? Ja, ich verlaufe mich halt so häufig, ne? Passiert halt. Aber egal, ich guck mich erstmal in Ruhe um, was es hier so gibt. Die stürzt auch nicht jetzt die Schwarzkappe mitnehmen, ne? Hui. Ja, stimmt, die ist ja jetzt dem beigetreten. Wir reden später. Mit anderen Worten, nie. Ja, die war halt nämlich mal eine von den Alps gewesen. Veraltetes Gebetsbuch. Ja, wir kriegen Erfahrungspunkte mal zu lesen, das ist gut. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht gewesen. Was sind das hier? Ganz viele interessante Apparaturen. Sockeltisch, Labortisch. Okay, ich kann nicht mal ein Zeug upgraden und eine Runde pennen, das ist gut. Sollte ich klauen? Sollte ich nicht klauen? Ach, scheiß drauf, wir machen es einfach. Das war wohl nichts. Nee, es war nichts. Das war wohl nichts. Nee, es war nichts. Moment. Öffne dich. Too easy. Was gibt's denn schönes? Heiltrank, Pokal, Geld. Naja. Wegen etwas. Was haben wir hier noch? Ein Teddybär. Nee, den klauen wir nicht. Natürlich klauen wir jetzt hier das auch noch leer. So. Meins. Ja, aber ich kann mitnehmen, was geht. Evas Notizen. Level up! Das ist schön. Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn man Level up hat. Das kommt mir so vor wie Weihnachten. Ne? Ui. Ui, oh hoppla. Da geht's tief runter, nicht, dass ich hier noch sterbe. Das soll natürlich nicht. Ui, hoppla. Da drüben ist noch eine Werkstatt. Ja, wir gucken uns jetzt mal hier im Lager um. Nicht jetzt stehlen. Ich durfte das gerade mitnehmen, hat gerade keinen gestört. Da liegt noch eine Menge Plünder rum. Ich denke, das zählt jetzt stehlen, nicht oder nicht? Ich will es aber nicht provozieren. Hey, du da. Obwohl, er hat ja immer noch die 1000 Elixiden drüber, das wäre natürlich geil. Angst entdeckt zu werden? Ach, wer sagt denn sowas? Die 1000 Elix waren immer noch da drin, Alter. Meins. Kampfkoloss! Warte. Auf viel wert. So, reden wir noch mit dem Mann. Wie? Oh, warte, wer ist das? Ein Mechaniker, aber den stürzt, ne? Oh, die stürzt theoretisch nicht. Warum schleichst du so? Ah, ich mach doch hier gar nichts. Tresor. Reden mit dem Mann. Hallöchen, wir reden mit dir. Du bist der Mann hier. Hallöchen. Bildest du auch Techniker aus? Dafür fehlt mir die Zeit, genau. Aber ich habe Vivian mal mit einem Schraubenschlüssel jonglieren sehen. Nicht, dass sie auch nur ansatzweise mit mir mithalten kann, aber wie man eine Dose öffnet, dafür reicht's bei ihr. Geh und frag sie. Du findest sie in der Händlermesse. Was machst du hier?
Ich löse unsere Probleme. Zumindest ist das mein Ziel. Die Blechkameraden, an denen wir herumschrauben, sollen über kurz oder lang unseren Mangel an Soldaten wettmachen. So wie es aussieht, dauert das noch eine Weile. Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe bereits einen Prototypen, der nur darauf wartet, getestet zu werden. Und ich muss sagen, dass wir ihn soweit haben, ist einzig meinem Können zu verdanken. Nicht jeder schafft es, mit einem Stück Draht und ein paar Gummibändern diese Ergebnisse zu erzielen. Du musst wissen, ich wurde von Meister Godehard, der Schöpfer hab ihn selig, ausgebildet. Der war eine Koryphäe auf dem Gebiet. Leider macht mich das hier auch unersetzbar. Ich finde nicht mal die Zeit, meinen Prototypen einem ordentlichen Feldtest zu unterziehen. Wenn du willst, teste ich ihn für dich. Oh, ja, ich meine, warum eigentlich nicht? Ich würde ihn zwar gerne selbst testen, aber okay. Pass auf, ich setze den Prototypen auf eine Routine außerhalb der Burg. Ich will, dass du ihm folgst. Er ist darauf programmiert, die Kleriker vor Feinden zu beschützen. Du solltest ihn also dabei beobachten, wie er aktiv nach Bedrohungen sucht und diese bekämpft. Stopp die Zeit, wie schnell er seine Feinde besiegt. Dadurch kann ich seine Effizienz überprüfen. Er sollte in etwa 37,5% schneller im Erkennen von Bedrohungen sein als herkömmliche Kampfmaschinen. Verstanden. Gut, dann warte kurz. Ich schicke ihn auf seine Wachroutine. Mach dich bereit, ihm zu folgen. Na gut, wenn's sein muss. Einheit ZX-01. Neue Routine initialisieren. Routine Alpha 1 mit Subroutine B ausführen. Diese Anzeigen hier sind etwas merkwürdig. Was zum... Du, was? Keine Sorge, ich mach das schon. So, bleib liegen, Mann. Oh, Schwert schnappen und den Typen da kappen. Geh doch. Ich beschleicht so das Gefühl, dass ich noch ein bisschen an diesem Prototypen arbeiten sollte. Kein Scheiß. Es tut mir leid, ich muss wohl irgendwas in der Feinderkennung falsch kalibriert haben. Zum Glück konnten wir ihn zerstören. Nur schade, dass ich jetzt von vorne anfangen kann und einen neuen Prototypen entwickeln muss. Trotzdem danke, dass du mir helfen wolltest. Ich melde mich bei dir, wenn ich erneut einen Prototypen zum Testen habe. Falls du dann überhaupt noch helfen willst. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, nimm das. Als kleine Gefahrenzulage, sozusagen. Ja, danke auch. Aber hat das Teil nicht noch irgendwie ein Schwert? Hat er doch ein Schwert gehabt, der Roboter? Hat er das irgendwo noch liegen? Nee. Sieht nicht so aus. Jetpack? Nein, Munitionspresse. Bei Jetpack könnte ich auch mal wieder upgraden. Ich habe ja jetzt so wieder sehr viel Treibstoff gesammelt. Klebeband. Wo sind wir überhaupt? Warum wäre ich da schon da drüben gewesen? Ja, wir können mal da drüben hinlaufen. Gucken wir mal ein bisschen da drüben nach. Ich sehe gerade irgendwas von Händlermesse. Ist das, können wir da Handel treiben? So ein Gebiet, wo wir handeln können, unsere Elixspieler ein bisschen loswerden können, oder? Hier ist ja dunkel. Wir gucken nach Händlermesse und dann gehen wir mal da drüben in die Ruine. Weil? Schrott und Klopapier. Meins. Ui, wow. Von wegen neue Klamotten und Essen satt. Die Jungs hier haben ja weniger auf der Naht als wir. So schlecht war der Kantinenfraß doch nicht. Hörst du das? Das ist mein Magen. Immerhin mussten wir uns keine Matratze teilen. Ist das nichts? Der Schlafsaal hat nach... Wer weiß nicht, was gestunken. Ich musste mir sogar meine alten Socken in die Nasenlöcher stopfen.
Ja und? Wo ist das Problem? Ich krieg den Gestank nicht mehr aus dem Gesicht. Und dieses ständige Gebete, da wird man ja wahnsinnig. Du hast auch an allem was auszusetzen. Aber wenn's dich beruhigt, ich habe eine brandheiße Info gesteckt bekommen. Die Morkons suchen Leute wie uns. Ich sag dir, bei denen kommen wir groß raus. Meine Füße sind jetzt schon ganz aufgequollen. Ich schaff keine 20 Schritt. Dann trete ich dich eben hin. Los, schwing die Hufe. Das sind die beiden, denen sind wir zuerst bei den Berserkern begegnet, dann bei den Outlaws und jetzt hier. Jetzt wollen sie auch zu den Morkons und ich nehme an, das wird ihnen überhaupt nicht gefallen, dieser BDSM-Kult. Ja, ja. Jetzt stehlen, Truhe. Ist das hier vielleicht die Händler? Ja, hier kann man Handel treiben. Gar nicht gut aussieht. Ich weiß, von wem du redest. Die Alte ist so derbe heiß, Alter, was ich mit der Alten genau stellen würde. Ist das heiße Luft? Erstmal was trinken. So, reden mit den Leuten hier. Grüß dich. Zeig mir deine Waren. Klar doch. Die hat dieselbe Synchronstimme wie Nesti. Die ganzen Sachen sind alle beschädigt, ey. Aber nichts wirklich Geiles. Hast du was Geiles? Hallo. Zeig mir deine Waren. Natürlich. Irgendwas Geiles. Hast du irgendwas Geiles dabei? Krämer, wir haben die Trophäe Krämer erhalten. Oh. Rezept für blutiger Burger war, glaube ich, noch nicht. Geil, gib her. Nehmen wir. Treibstoff, gib her. Treibstoff ist immer gut. Handel akzeptieren. Wir rauben den nochmal irgendwann mal aus und haben das Geld wieder drin. So. Da wird doch der Hund in der Pfanne. Grüß dich. Geld ist auch verdammt heiß. Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Beschädigt, beschädigt, Alter, das ist alles. Warte. Zepter ist nicht beschädigt. Akolytenschwert ist auch nicht beschädigt. Kostet eine Steine Geld, kann ich noch nicht benutzen. Das steht bestimmt für Prototyp. Macht verdammt viel Schaden. Was hast du, Meiner? Grüß dich, Jungchen. Wenn du Allerweltskleidung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Das Sortiment ist zwar beschränkt, aber bestimmt findet sich etwas, das deinen Geschmack trifft. Kann ich bei dir auch Klerikerrüstungen kaufen? Du gibst dich nicht mit dem Standardkrempel zufrieden, was? Nur muss ich dich enttäuschen. Unsere Rüstungen sind Mangelware. Der Großteil ist auf der Flucht vom Hort verloren gegangen. Das heißt dann wohl, ich gehe leer aus. Naja, ein Schmuckstück hätte ich schon noch. Aber das steht unter Verschluss. Was meinst du damit? Wir haben noch eine Regentenrüstung. Nur um die zu beanspruchen, muss man mächtig Eindruck bei Judikator Hagen hinterlassen. Erst wenn er die Freigabe erteilt, darf ich sie herausgeben. Die will ich haben. Die klingt gut. Hast du viel zu tun? Oh, es geht. Aber das ist mir auch ganz recht. Weißt du, früher sind wir zu jeder Tages- und Nachtzeit ausgerückt und haben irgendeinen Kampf ausgefochten. Jetzt fehlen uns schlichtweg die Soldaten. Das Positive an der Sache ist, man muss nicht ständig einen neuen Kameraden betrauern. Aber wenn wir schon in Schwafeln kommen, kannst du mir sicher sagen, wie es draußen aussieht. Hab gehört, dieses dunkle Gezücht stellt überall diese Türme auf, stimmt das? Das kann ich bestätigen. Meine Hütte hat es ziemlich erwischt. Und du lebst noch? Wenn mir das passiert wäre, hätte ich einen dicken Bolzen in der Hose gehabt. Wie hast du es nur rausgeschafft? Ich hatte Glück. Meiner Erfahrung nach gibt es sowas nicht. Ich sag dir, der Schöpfer hat noch was mit dir vor, kein Zweifel. In jedem Fall danke für das Gespräch. Tut gut, mal mit jemand anderem zu quatschen. Hier, aus meiner persönlichen Reserve.
Hilft gegen jeden Schrecken. Schwarzgebrannter, sehr schön. Aber diese Judikatorenrüstung hätte ich schon gerne. Lass uns handeln. Sicher doch. Liegt bestimmt in der Truhe, die man da knacken kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Treibstoff 2 Mark, gib her, Alter. Es ist, nimm ich doch gerne mit hier. So, Treibstoff eingekauft, sehr gut. Ist richtig und wichtig. Sind wirklich so leichtgläubig? Wir brauchen halt wirklich nur eine, Werkbank dafür. Da kommen wir hier, ist eine Truhe. Ich meine, wenn wir das Schloss hier knacken, dann ist da bestimmt hier diese eine, ihr wisst schon, was ich meine, drinne. Von der die Rede ist. Wir können ja trotzdem erstmal hier unsere Klamotten ändern. Hier, Dings, wir haben hier ein Oberteil, was uns ja mehr Panzerung gibt. Ich habe das nur hier angelegt, weil es einfach für der kalten Region sieht es einfach besser aus, ne? Aber das Ding hier kann ich auch bei den wärmeren Regionen tragen. Hier, das ist perfekt für die warme Region. Ne? So. So, jetzt gucken wir die Truhe. Ich hoffe, dass da die Judikatoren-Rüstung drin ist. Wäre cool. Er hat gesagt, steht unter Verschluss. Das könnte doch sein. Rückenprobleme? Ja. Sache ist die, wenn ich das Ding knacke, das juckt die ja nicht. Das juckt die ja erst, wenn ich mich daraus bediene. Das war wohl nichts. Nein. Nee, wir knacken das Ding und klauen tun wir halt später. Das war wohl nichts. Das ging aber schnell kaputt. Das war wohl nichts. Ui. Schon. Rückenprobleme? Ja. Ich habe ganz große Rückenprobleme. Wer will mich da bitte gesehen haben? Wer sieht denn mich hier, hä? Suchst du etwas? Nicht nach Schwachsinn. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Ich frage mich jetzt, ob er mich da gesehen haben möchte. Kann ich drüber nach. Bin ich hier im etwas verloren? Okay, das hier ist gesperrter Bereich. Ich gehe. Ich gehe, Leute. Ganz entspannt. Ein Goliath. Ich kenne den Typen nicht. So, wir gucken uns jetzt mal hier. Oh. Nein, wir holen jetzt kein Brennholz. So. Wie geht's jetzt mal in den Bereich, den ich mir gerade markiert habe? Doch, hier, den kenne ich. Wir haben denen doch gesagt, dass er sich hier den Leuten anschließen soll. Reden wir mit dem Mann. Hallöchen. Ach, Matthew Luke haben wir nicht. Aber das war der, den wollten wir nicht umbringen. Wir haben gesagt, hier, schließt doch den Klerikern an. So, dann gehen wir denn zur Ruine. Ach, das ist die. Stimmt, dann sind wir schon mal vorbeigelaufen. Habe ich ja gesagt, müssen wir aber später mal plündern. Warum nicht jetzt? Wow. Hoch da. Ach, das da hinten ist das. Oh. Komm, das gucken wir uns mal genauer an. Wow. I'm just waiting for this moment for all my life. Wir müssen auf jeden Fall unser Jetpack mal ein bisschen aufmotzen.
Ich höre überall fiese Viecher, ne? Falk? Hallo. Einen Moment noch. Ah. Probleme? Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund. Ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ich sehe mich nicht als Erlöser. Ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag. Doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit. Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. So langsam mache ich mir echt Sorgen um dich. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Ich habe diesen Zustand seit etwa 3 Monaten, als wäre eine Art Zeitschaltuhr gestartet, von der ich bisher noch nichts wusste. Hast du eine Idee, wodurch diese ausgelöst wurde? Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Jedoch fällt mir kein bestimmter Moment ein, der zu einem solchen Ergebnis führen konnte. Vielleicht wieder eine Schikane meines Erbauers. Konrad. Und du weißt, was ich meine, oder?
Allerdings, ich erinnere mich noch gut an die Aktion dieses verrückten Wissenschaftlers. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es mir als eine seiner Schöpfungen gerade ergeht. Es ist, wie ich schon sagte, bisher unerklärlich. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt, den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Moment, das ist doch schon so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Natürlich, ja, dann gehen wir da mal hinkommen. Dann mal los, geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm mit. Oh Mann. So ein Dreck. Das kannst du laut sagen, Jax. Ich wollte eigentlich in Ruhe plündern und jetzt habe ich einen neuen Begleiter. Also, noch nicht. Ich muss jetzt mal für den ein bisschen questen. Oh, mein Kopf. Die Infektion hat er schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, komm, Angriff. Welche Dinge mit mir. Alter, so ein hässliches Kackvieh. Boah, scheiße. Was macht diesen geheimnisvollen Ort so gefährlich? Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Lass mich raten, weiter Weg und wir haben alle möglichen Monster zu bekämpfen. Irgendwie sowas in der Art. Hulk, weil ich manchmal echt ernsthafte Sorgen, ne? Aber von mir aus, dann ziehen wir wieder ein bisschen durch die Gegend. Du redest von wilden Tieren und Kreaturen, die uns angreifen? Nicht nur das. Es gibt rational, aus meiner Sichtweise, keinen rationalen Grund, dorthin zu gehen. Schon das allein ist wider meiner Programmierung. Ich greife an! Hey, warum gehen wir da überhaupt hin? Aua, mich hat irgendwas erwischt. Böses Vieh. Jetzt. Ach, du hast mich da unten dran bestärkt. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, die Ruine merke ich mir. Du denkst tatsächlich, dass etwas anderes als deine Programmierung dein Handeln leiten wird? Klingt ziemlich esoterisch und irrational, nicht wahr? Genau das ist ja mein Ziel. Wunderbar, freue ich mich. Oh. Black, du machst das, ne? Bäm! Knack, bleib liegen, bitte. Gut, wir sind ein gutes Team. Plündern. Was haben die hier gemacht? Bolzen. Sehr gut, geh mal her hier. Haben die etwa einen trunkenen Jägersmann erledigt? Was ist denn das? Black, warte, ich will das kurz mal angucken. Ein Amphitheater.
Das sieht gefährlich aus. Sollten wir uns das mal später angucken. Also, wir machen das, wenn wir Fleck komplett rekrutiert haben. Dann gehen wir doch nochmal hin. Auf der Map sind wir gerade. Das ist hier. Das ist hier auf der Map. Entfernen. Pass auf. Ja. Wir machen erstmal Fleck sein kleines Quest zu Ende und dann gucken wir uns da rum im Amphitheater. Falk, okay, Fleck, Falk. Ach Mensch. Hallöchen. Hey du, bleib mal stehen. Was willst du? Ich suche einen Alp, war vor kurzem im Krater. Ich brauche einen Namen oder eine Beschreibung, damit ich dir helfen kann. Ein Alp eben. Weiß wie ein Stück Scheiß aus Papier und eine Blechbüchse als Uniform. Reicht nicht. Was weißt du sonst noch über ihn? Ach, vergiss es. Aber ich bin mir sicher, du kannst mir bei einer anderen Sache helfen. Lass mich mal einen Blick auf deine Taschen werfen. Ah, das ist ja das reinste Splittergrab. Da tut es nicht weh, wenn du mir ein paar abgibst. Ich sammle für eine gute Sache. Und wie sieht diese gute Sache aus? Ich investiere in meine Zukunft. Oder glaubst du, ich will als lila Futter enden? Bettel jemand anderen an. Heiliger Müllsack, du kapierst doch gar nichts. Das ist ein Überfall. Rück das verdammte Elixid raus. Warum überschätzen Kerle wie du ständig ihre Fähigkeiten? Quatsch die Würmer voll. Auf ihn! Jetzt. Verpiss dich! Verdammt. Falk, wir werden gerade überfallen, Mensch. Falk, Gegner. Doch, das juckt ihr nicht. Na gut, Falk, wir gehen mal weiter. Ey, du bist der schlimmste Begleiter. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Falk, gehen wir auch weiter. Ey, wir gehen einfach weiter. Ich habe gerade echt keinen Bock, ne? Pass auf, dann gehen wir später nochmal über die Brücke und machen die Typen fertig. Wir haben jetzt 4:30, immer noch voll am Arsch, so. Sehe ich auch nicht ein. Warte. So, da oben, da sind Raptoren. Als ob ich die Strecke schon mal gelaufen wäre, nicht wahr, Falk? Achtung! Und das ist also diese lebensgefährliche Situation, die du allein nicht so schwer stellen könntest, wa? Weißt du, die Geschichte kannst du deiner Oma erzählen. Die wird sich freuen. Ach stimmt, du bist ein Android. Ey, aber der Wissenschaftler, der den hier entwickelt hat, der... Penner! Also der Penner, der ihn da erschaffen hat, ne, der Wissenschaftler war auch ein ziemlicher... Mungo. Das sollte reichen. Vielen Dank. Und, was hat es dir gebracht? Ein ganz entscheidendes Detail. Die Frage nach dem Sinn und Zweck, sich freiwillig in tödliche Gefahren zu begeben. Was? Den gibt es nicht. Es sei denn, etwas zwingt dich dazu. Das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte. Alles, was ich bisher getan habe, diente immer einem höheren Zweck. Das hier war die reinste Sinnlosigkeit und dabei hochgefährlich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde gleich anfangen, die Daten auszuwerten. Wie du meinst. Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen. Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung. Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen. Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker. Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann. Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss. Von mir aus, das lässt sich einrichten. Wo genau geht's hin? In die Bastion. Ah ja, ich hörte davon. Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert. Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind. Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis.
kein Problem. Es wäre nur fair, wenn ich dich für deine Dienste bezahle. Nein. Wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen. Darüber können wir reden. Gut, dann bin ich dabei. Cool, wir haben ihn wieder rekrutiert, das ist doch super. Mitkommen. Selbstverständlich. Geile Wie Sache. In alten Zeiten. Das sagt man doch so, oder? Ja, ein Mensch würde das tun. Sehr gut. Wie in alten Zeiten sieht's aus. So, wir sind noch ein bisschen angeschlagen. So, noch ein Mana-Trank. So, wir müssen jetzt diese Vollhonks jetzt fertig machen, die die Brücke da belagern. Weil ich sehe es nicht einfach ein, hier mich so überfallen zu lassen, ne? Für wen halten die sich? Chuck Norris oder was? Praktiker, hier spricht der Preis, sehr gut. Speichern jetzt auf die Brücke, komm. Komm, Falk, die machen wir jetzt fertig. Allesamt. Links, rechts, geradeaus. Mir ist es vollkommen egal, wen ich aufs Maul haue. So. Ui. Da auf der Brücke. Da sind die Trottel. Was ist denn aus der Entfernung? Schläger dulde ich nicht. Na dann Angriff fall, komm. Ey, ihr Spaten, zack. Ja, ich nehm's mit den Beinen auf und du mit nur einem Bösewicht, na klar. Bam. Daneben. Oh fuck, eine Pumpe. Falk, wir müssen dann bei zusammenarbeiten. Warte, Handlanger kriege ich. Zur Arbeit, nächster Gegner. Falk, der hat eine Pumpe. Knack. Maximum. Deckung. Der hat mich ja beinahe gekillt, Mensch. Du bist nicht der Elite-Tiger. Oh, fuck. Au. Deckung. Falk, aufstehen. Jetzt müsste Falk hinterherkommen. Steh auf, du Blechdose. Ui. Da ist Falk, sehr gut. So, Falk, Angriff. Boah. Penner. Mal Pumpe hab ich auch. Gucke hier. Zack. Hast du da gerade eine Granate in der Hand? Schäm dich, Junge. Falk ist bewusstlos, das ist schlecht. Nimm die Granate weg. Au. Oh, es geht daneben. Ich habe gerade ganz große Schmerzen, ne? Au. Falk, antreten. Jetzt. Mach diese Zäpfchen fertig. Komm. Sehr gut, erledigt. So, jetzt zu dir, Otis. Wow. Angriff.
Pumpe. Vorsicht. Falk, ich hoffe, du stehst gleich wieder auf, Mann. Ich könnte ein bisschen deine Unterstützung gebrauchen. Au. Komm schon, Falk, Angriff. Scheiß Granate, Angriff! Bäm, ich hab ihn gut erwischt. Falk, was soll das? Boah. Warte, kriege ich. Bäm, erledigt. Das war's für dich, Otis. Nachricht an Otis. Dann wollen wir durchlesen. Nachrichten, das würde mich interessieren. Der wurde bestimmt von jemandem geschickt irgendwie, kann das sein? Otis kommt nicht zurück in den... Otis kommt nicht zurück in den Krater. Er ist zu heiß geworden. Viper ist tot und Hector will niemanden von seinem Weggefährten in der Nähe haben. Der Kerl, dem wir das zu verdanken haben, war nicht allein. Hatte einen Alp als Begleiter. Nimm dich vor dem in Acht. Kampf verdammt gut schießen. Wenn er dir über den Weg läuft, nicht zögern, abdrücken. PS, ein paar unserer Kameraden kaufen sich bald bei einem Typen namens Bob ein. Gegen den ist Viper der reinste Waisenknabe. Zieh ein paar ahnungslose Idioten ab und triff mich in einer Woche in unserem Versteck. Oh, das klingt interessant. Das klingt nach einer guten, eine sehr spannenden Quest, die wir auf uns warten können. Einem, ach, guck mal hier, Vogel. Oh, wir haben aber ziemlich viel zu kämpfen gehabt, ne? Was meinst du, Falk? Wollen wir uns nochmal hier aufnehmen? Komm, Falk, du musst Erfahrung sammeln. Wie viel doppelläufiger Schuss haben wir jetzt eigentlich? Boah. Das hier wäre nicht verkehrt. Beschädigte Schrotflinten. Aber sind ja von den Morkhorns, die Dinger. Das bedeutet, wir müssen Morkhorns töten. Ja, das mag ich doch so gerne. Ey, Digga. Dreckvieh. Du kommst in die Suppe. Noch etwas, was in die Suppe geht. Natürlich. Und noch mehr Viecher. Komm, es gibt gute Erfahrungspunkte. Falk, du hast selber gesagt, brauchst du Erfahrungspunkte, also hin da. Achtung! Bam! Deckung! Steht dran Wüstenteufel, aber hier ist doch keine Wüste mehr. In den Hintern. Geht doch. Hab dich erwischt. Es geht doch. Wo ein Will ist, ist ein Weg. Von hinten. Gibt es hier irgendwas zu plündern? Sieht nicht so aus, ne? Oh, eine verlassene Hütte. Gibt es da was zu plündern? Die
Gibt's eine Menge Zeug. Gib mal ja hier. Interessant. Ein ausgeprägter Lebensraum samt reichhaltiger Flora. Wärst du nicht hier, würde die Population der hiesigen Kreaturen ungebremst weiterlaufen. Willst du lieber gefressen werden? Ich analysiere lediglich den Ist-Zustand. Gut, aber halt uns dabei den Rücken frei. Geh doch nicht weg, ich muss dich doch noch töten. Bäm. Erwischt. Scheiß Vieh. Geh mal hier hoch, das sieht interessant aus. Alle, jopp. Oh, jetzt hat sich aber jemand sehr häufig einge... Wow, fuck. Ich würde gerade sagen, jetzt hat sich jemand sehr häufig eingenistet. Wow. Wo hast du den Berserkerbogen her, Falk? Und bitte keine Ausrede, ich will die wahrste Wahrheit von dir hören. Ja, ich plündere mal ein bisschen, ne? Ach, hast schnell erledigt. Sehr gute Arbeit, Falk. Wir sind ein sehr gutes Team. Hier gibt es eine Menge zu plündern. Gib mir her. Und wir könnten eine Runde pennen. Das ist auch toll. Meins. Ich mache manchmal ernsthafte Sorgen, wisst ihr? Wo soll das denn bitte noch enden, ne? Oh, eine Truhe. Leichtes Schloss, na dann. Sesam, öffne dich. Kriegsbogen, zeig ich mal. Aktuell habe ich nie eigentlich. Das ist ein Berserkerbogen. Würde mich jetzt mal interessieren, was besser ist. Der Kriegs- oder der Berserkerbogen? Das ist Jagd, normaler Bogen. Berserkerbogen, Kriegsbogen. Ne, der Berserkerbogen, den ich benutze, ist besser. Plündern. So, meine Lieben, da würde ich mir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir... Hab dich. Wenn wir dann endgültig mal die Quest für die Kleriker anfangen. Wir haben gerade einen mutigen Begleiter dazu bekommen. Der wird uns natürlich gut in die Arme greifen, während wir das hier erledigen. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, mach's gut, meine Freunde. Ciao. Dann bin ich danach wieder so breit.